Ja, servus liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Case Opening. Wie ihr dieses Mal seht, ein bisschen anderes Case Opening, denn ihr seht hier CSGO Weapon Case 3. Und ja, was hat dazu bewegt, von den Chroma 2 Cases wegzugehen? Puh, einfach das, weil ich da schon vier Hypebeasts rausgezogen habe und auch mein Knife. Und weil ich den Lift ein bisschen auf YouTube rumgeschaut habe und... Ja, also da zielen viele Leute Knives aus älteren Kisten. Und deshalb habe ich mir so gedacht, ja, die CSGO Weapon Case 1, die ist ja 4,50 Euro pro Case, das ist zu teuer. Dann die CSGO Weapon Case 2, da sind so Sachen drin, die mich eigentlich nicht so interessieren. Aber hier so eine CSGO Weapon Case 3, die ja eigentlich nur aus Pistols besteht, wie der Paddy mir gerade gesagt hat. Hallo. habe ich nicht drauf geachtet, aber... Juckt mich nicht, ja. Wie ihr seht, hier 50 an der Anzahl. Paddy schaut doch gerade zu, seht ihr hier oben. Weiß nicht, ob das jetzt die X-Tory Wind aufnimmt oder nicht. Und ich würde einfach sagen, ich mache immer 1 und 1. Ich öffne immer nacheinander. Ich öffne immer Case 1. Und wenn es nicht gut läuft, dann halt nicht. So, eine P2000 Red Frag Cam habe ich davor in meinem Leben noch nicht gesehen. Ey, ganz zu Beginn habe ich endlich wieder einen P2000 Skin. Oh, das ist schon lila. Ich habe keine Ahnung, wie viel die wert sind. Wow, das ist normale CZ. Wow. Da ändert. Muss man aufpassen, wenn die sich öffnet, da ändert sich gar nichts. Warte. Ja, doch oben beim Schaft. Ja, stimmt. Eine Blue Fische. Ey Leute, ich habe keine Ahnung, wie viel die Dinger wert sind. Ich habe ohne Spaß keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viel Blau wert ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel Lila wert ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Könnte man sagen, Geld, ne? Kann das sein, dass da 4 CZs drin sind? Ja. Ach, viel Scheiße, ja. Lol, stimmt. Und deine Titanium-Bit. Ach, ist da meine Titanium-Bit drin? Jupp. Ah, stimmt. Und die hat der Schnitzel, die Undertow. Ich finde die ist auch eine sauschöne P250. Schon. Also, Leute, ich will ja nichts sagen, ja, aber hier, dieser rote Skin, der fehlt mir noch, ja, und... Ich will ja nichts sagen, aber... Ich will ja nichts sagen, aber Gaben, ja. Gaben, Lord Gaben. Lord Gaben, Thief. Oh, ich habe wieder Dual Berettas. Ey, die sehen sogar FN aus. Ey, krass, Mann. Weil ich glaube, dass die Sachen aus diesen Cases in FN noch ein bisschen was wert sind. Ah, bis auf die... Obwohl, die Stained könnte ja auch noch was wert sein. Guck mal kurz, währenddessen. Ich? Ja. Ah ja, kann ich schon machen. Ich habe eine Titanium-Bit gezogen. Oh, da wäre noch eine Stat-Track. Crimson natürlich. So, also Leute, ich will ja nicht sagen, aber wie gesagt, hier der rote Skin, ja, der fehlt mir ja noch. Der macht mich schon geil, ne? Ja, der macht mich schon geil, auch wenn es eine CZ ist, die ich nicht ausgerüstet habe, weil ich habe einen roten Skin. Ja. So. Nein! Was? Hast du sie gesehen, oder was? Als ob. Was für eins, Alter. Was für eins. Nein. Alter, unnötig hasse dich. Was? Das Blue Steel ist eins meiner Lieblingsknives, du hässliche. Echt jetzt? Ja. Ah, okay, wir diskutieren nachher nochmal, okay? Okay. Ey, nein, Mann. Ich hab's dir angekündigt. Ja, ey, Julius hat gesagt, der zieht Knives wie ein Bekloppter. Ey, ich will ja nicht sagen, aber das andere Knife ist 2 Wochen alt. Das andere... Nee, eine Woche. Nein, zwei. Echt? Hab ich genau vor 2 Wochen am Wochenende gezogen. Nachts um 3. Mit einem Freund von Timo. Nein, ey, das... Ey, Paddy, ohne was, ich öffne nur noch alte Kisten.
Ich dachte schon, du hättest die Victoria gezogen, aber gleich ein Knife, Alter, ohne Witz. Ey, nein, Mann. Ey, nein. Was? Okay. Alter, stell dir mal vor, das wäre Crimson Web gewesen. Ey, scheiße, Mann. dann auch noch FN. Warte, ist Blue Steel überhaupt FN? Crimson? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nein, okay. Ist Blue Steel. Achso, nee, keine Ahnung. Ja, warte, kann ich gleich mal nach. Also, ja, ja, guck mal kurz nach. Mache ich, kein Problem, wo ist denn Alter, Juri? Nein, ey, das ist, mit dem hab ich ja überhaupt nicht gerechnet. Am Anfang einfach schon, am Anfang. Mit dem habe ich ja null gerechnet. Und null. Ich hasse dich so, Alter. Wieso magst du eigentlich Blue Titanium so? Ja, wegen dem Blau, weil es einfach blau ist, weil Blau geil ist. Oh, ich glaube, da war die Victoria. Ich glaube, halt! Okay, gut. Die mag ich eigentlich auch voll, die Copper Galaxy, diese 5-7 da. Ja, die schaut auch ultra geil aus. Auch wenn es nur... Ja, dein Blue Steel ist Minimal. Oh. Ja, aber das sieht doch eh überall gleich aus, oder? Naja, ich denke mal bei Factory Ritz soll eben mehr glänzen. Keine Ahnung, kann auch sein. Ey, nein, Alter, mit dem... Ey, mit Pink wäre ich ja schon zufrieden gewesen, ey, aber... Was? Was? Ey, nein, das kannst du doch niemandem erzählen, Mann. Wenn ich das nachher in die Gruppe poste, die glauben mir das nicht. Keks hat doch heute auch... Ohne Witz, ey, weißt... Am liebsten würde ich auch einfach einen aufmachen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich ziehe auch eins. Aber dann wird es wahrscheinlich ähnlich sein, weil ich ein Low-Faggot bin, der keine Knives zieht. Ey, nein. Ja, jetzt will ich endlich mal nachschauen, was für Waffen... Was für Waffen die Geld kosten, ja. Was für Geld die Waffen kosten. Also jetzt kann das rote Ding noch kommen, ja, jetzt juckt's mir nicht mehr. Jetzt kann von dir aus alles kommen. Ey, scheiße, Mann, ey, nein. Nein, nein. Nein, Leute, ich hab's aufgenommen, nicht so wie letztes Mal. Ja, ja, wie heißt denn die Dinge in die Kollektion? Ist es Armstil? Nee. Hier gibt's irgendwie nämlich nicht bei den Kollektionen. Oh, ich glaube, das ist die Armstil 3 Collection. Ich glaube sogar, warte, ich schau mal nach, jetzt nur nach FN und Minimal Wear. Ja, das ist die. Ach du Kacke, die G18, die Blue Fisher in Minimal Wear wäre noch fast 60 Cent wert. Ja. Für Blau? Joa. Yo, ich glaub, als ob. Ich glaub, wir müssen jetzt mal die andere. Was? Die USP Stainless in StatTrak FN wäre noch 16 Euro wert. Was? Gibt's aber auch nur 18 Stück im Markt. Ich hab die Dunbrettas Panda gezogen, aber so richtig abgerotzt. Die hatte ich mal eine Zeit lang. Wie viele von den Crimson Web hast du bisher gezogen? 4? Muss mal kurz nachschauen, welcher Condition die sind. Ich glaube, eine ist FN, warum? 6,17 Euro. Was? Ohne StatTrak? Ohne StatTrak. Was? Dass der allein mit dem... Dass der allein mit dem Ding schon deine Case und deine Dings wieder... Oh, da war die... Oh ja, das ist auch gut. Da war die Undertow. Ne, also Undertow. Nee, es ist kein FN, bisschen nur Minimal Wear. Was? Okay, dann sah die plus Minimal Wear aus. Jetzt habe ich eine StatTrak CZ Crimsonberg. Aber die ist... Ja, die sieht ziemlich abgeranzt aus. Ja, ich schau gleich mal, kein Problem. Bin ja gerade noch ein bisschen andersweitig beschäftigt. Tausch euch einfach im Markt nach. Ich kann auch einfach in dein... Ah ne, stimmt, geht ja nicht. Ich glaube... Die ist ein Seite probt, die Crimson Web. Ich glaube nächstes Mal öffne ich einfach Dings. Was war die nächste Collection, was mal rauskam? Breakout. Breakout Cases. Na, ziehst noch ein Butterfly hinterher, oder? Oh ne, dann öffne ich die nicht. So, das Butterfly kannst du mir geben. Jan will unbedingt ein Butterfly.
Ich auch nur, aber nur wegen dem Rumspielen. Na. Ich hab die Antatow. Achso, dann. Ich dachte schon, entweder die Victoria oder noch ein Knife, Alter. Dann wärst du geliebt. Dann wärst du geliebt. Jetzt haben wir sie geboxt. Ist es dein Ernst? Alter. Oh Mann, what the shit, Alter. Oh, fuck, was ist bitte schon für eine Diegel, was da drin ist? Was, wie heißt die? Hellroom. Hellroom. Ah, ja, auf jeden Fall. Die hätte ich fast gerade in Stat-Track gezogen. Ja, habe ich gesehen. Oh, die Stat-Track Stainless, habe ich gerade. Was ist gerade? Die FN ist 16. Okay, die sieht ziemlich gut aus. Da war die. Oh! Guck mal die nächste Case. Guck mal die nächste Case, Betty. Ja, warte. Das ist lustig. Guck mal die nächste Case. Noch eine Pizza 50. Ja, aber weißt du, wie ich erst sag, oh, und dann kommt sie nochmal. Oh Mann, Alter. Ich hasse dich so, ne? Ja, ich hasse mich selber. Weißt du, in meinen vier Cases, die ich aufgemacht habe, war nur blau. Ich hab einmal ein pinkes Item gesehen, einmal, das war aber ganz am Anfang. Und du ziehst einfach direkt nach der dritten oder vierten Kiste ein Knife. Ja, ich glaube, du musst einfach die Cases mir geben und ich öffne die dann. Ja, ohne Witz. Aber du musst dann eine Woche warten. Ja, oh mein Gott. Vor allem, viele, jetzt pass mal auf, die Key... Also hast. Oh nein! An was bist du vorbei? Eins vor der Flasche, der... Ne, der Flasche ist nur... No. Nein, ich hab grad Pause gemacht im Stream, okay? Wie bitte? Bum, 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 bum. Vor allem, jemand hat mir gesagt, ich soll die Keys aus dem Marktplatz nehmen, weil die bringen anscheinend mehr Glück. Weil wie gesagt, schaut mal, stellt einfach mal ein Offer rein, weil ich habe jetzt die Keys zum Beispiel für 2,26 gekauft. Und... also ihr spart da ein paar Cent. Nein! Scheiße! Ich will's gar nicht wissen, ohne Witz. Ich will's gar nicht wissen. Oh, letzte Kiste, was kommt da jetzt raus? Ach nee, noch ein Knife. Alter, ohne Witz, ich hasse dich des Todes. Ey, scheiße, Mann. Was ist denn bei dir im Leben falsch gelaufen? Was ist denn falsch, Alter? Und du hast mehr Luck als manch anderer großer YouTuber, wenn der Kisten aufmacht. Ja, aber echt, ey, ich bin ja groß. Wo sind die Stat-Track Stainless? Hier. 2 Euro. Lass mich mal gucken, das Knife, ey. Was? Wie viel ist das? Ey, Betty, weißt du, wie viel das Knife wert ist? Deswegen will ich's ja! Ey, was? Haben sie auch noch so geil? Ey, nee! Jetzt weiß ich nicht. Lohnt sich bei dieser Collection ein Trade-Up-Contract? Weißt du das? Nö, keine Ahnung. Minimal Einsatz. Das lohnt sich schon fast gar nicht. Ja gut, es gibt halt eben relativ wenige Waffen von denen im Markt. Das ist das einzige Problem. Zumindest FN und Minimal Wear. Well-worn kann rein, Field-tested kann rein, Field-tested kann rein, Field-tested kann rein.
Also Minimal und Factory New lasse ich mal komplett. Oh nee. Was ist das? Das ist noch viel testet und... Was ich einfach einen ganzen Trader mit der Ding machen kannst, mit der Crimson Web. Schon. Voll krass. Wow. Lolli. Oh, doch grad schon. Ey, warte, ich muss nur mal durchgehen. Oh, da, oh, lol, da habe ich ja Verlust gemacht. Wo hast du Verlust gemacht? Bei dem Trade-Up-Contract. Ich muss die Copper Galaxy kriegen. Um Gewinn zu machen. Oder? Nee, Leute, ey, da, sorry, aber da gibt's kein Trade-Up-Contract. Guckt euch das an, Mann. Das ist... Ja, okay, bei der könnte ich es vielleicht noch machen. Ey, nee, aber da... Sorry, aber dafür gibt's leider kein Trade-Up-Contract. Vielleicht bei der einen machen? Oder ich kann bei Grau einen machen. Hör dir. Ja. Willst du mir dann eine Crimson Map geben? Du lieferst ja sowieso nicht. Eine CZ oder was? Ja, klar. Ja, muss halt eine Woche warten. Ja, nee, sag bloß. Also, wie viele Grauwaffen hast du bitte? Ja, von scheiß CSGO-Lausch, Mann. Nein, nee, Alter. Das war eine Bamboo Forest gewesen. Oh, scheiße. World with PS Forest Leaves. Warte mal. Jetzt zur Feier des Tages. Weil es gerade so gut läuft. Eigentlich ist das Geld für was anderes, aber es ist mir jetzt scheißegal. Weil es so gut läuft. Ja, war alte auch noch in Battlescard, ey. Scheiße. Oh Gott. Ja, das ist... Ah, sag ich doch. Nicht spannend, Alter, was du jetzt noch ziehst, das ist ein Scheiß. Und? Nee, dann mach ich, sorry, aber dann mach ich mir Verlust. Ja, nee. Ohne Witz, stell viele von den Waffen noch an für den CSGO-Launch rein. Warum? Ja, kannst Gewinn rausholen. Aus wie viel die wert sind? Gut. Also, war's das? Und, Alter. Nee, Mann. Nein, Alter. Ja, trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, der abonniert ihn los.